So, wir sind jetzt kurz nach dem Spiel. Hier Grün-Weiß Schwerin verliert hier gegen 1860 MTV 1860 Atlandsberg. Das ist ja kein Drama, Herr Bartlauf. Ich sage gerne mal an, hinter uns in der Anzeigetafel steht es auch nochmal. Hier zu Hause 32-46. Wir begrüßen natürlich Matthias Korwis, Trainer hier bei den Damen von 1860, Andreas Bartlauf. Herr Korwis, vielleicht Sie als Erster haben gleich mal das Wort. Ist das heute nach Plan gelaufen, so wie Sie sich das vorgestellt haben? Ich meine, Grün-Weiß und Ihr Team trennen ja Welten. Sie haben andere Ziele als der Verein hier heute zu Hause in der Sporthalle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Die Unterstützung war ja gut. Aber es hat nachher doch, oder es wurde gezeigt, wo die Grenzen sind für Grün-Weiß. Ja, das ist sicher richtig, aber man muss schon sagen, es war ein bisschen Sommerhand bei den Schwerin heute. Wir haben einige Phasen gehabt, in denen wir sehr gut gestanden haben. Die Abwehrarbeit war dann über die 60 Minuten nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben, das muss man schon sagen. Aber wir haben natürlich einfach auch das Problem, das muss man den Mädels auch ein bisschen zugestehen, der große Druck ist weg. Sie wollen natürlich mit dem einen Minuspunkt aus der Runde rausgehen und in dem Sinne sind wir zufrieden heute. Ich muss aber auch sagen, Schwerin ist für mich eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Der Andreas hat eine wirklich technisch gut ausgebildete junge Truppe, der halt ein bisschen Cleverness fehlt und die dann in entscheidenden Momenten vielleicht 3-4 Fehler mehr machen, als es dem Trainer sicherlich gefällt. Aber das ist sicherlich eine Mannschaft, die diese Liga bereichert hat. Und aus Ihrer Sicht, Sie haben ja sogar auch eine technische Auszeit genommen, obwohl man ja sagen hätte können, nicht notwendig, aber Sie haben ja Ihrem Team auch was sagen müssen. Ja, es gibt immer irgendwas, was man verbessern will oder was man noch besser sehen will. Ich glaube, diese Auszeit in der zweiten Halbzeit, da haben wir ein bisschen in der Abwehr nur noch zugeschaut, haben uns nicht mehr bewegt, haben in meinen Augen etwas zu viel gekriegt und da muss man natürlich mal eingreifen und sagen, jetzt mal wieder wach und jetzt mal mit dem nötigen Ernst wieder rangehen und ich denke, das haben sie dann noch ganz gut gemacht. Okay, bedanke ich mich erstmal an Matthias. Ja, Andreas, das Ergebnis 32-46, vielleicht kann ja einer nochmal sagen, wie das Hinspielergebnis war. Es sind ja auch viele Tore gefallen. Und sicherlich gab es in der ersten Halbzeit nach einem großen Rückstand dann nochmal ein Aufbäumen. Aber dann waren diese sogenannten Fehler, die ja Matthias auch schon angesagt hat, wieder auf unserer Seite. Und dann pegelte sich ja nachher auch in der zweiten Halbzeit ein, dass man so immer bei 8 bis 10 Toren bleibt. Ja, zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die zweite Liga. Das wollte ich nochmal vorweg sagen. Ja, also bei dem Ergebnis hier heute sieht man eben den Klassenunterschied. Wir kämpfen oder ich sag mal so, es ist jetzt eigentlich, wir sind Absteiger, der 10. Platz steigt ab bei der Ligareform jetzt für die 3. Liga und ja, ich kann meiner Mannschaft insofern nur kritisieren, dass das Rückzugsverhalten etwas schlecht war heute, das machen wir sonst besser und wir hatten uns vorgenommen, keine 46 Tore zu kassieren, das hatte ich nochmal in der Auszeit gesagt, die der Matthias genommen hatte und ja, das ist, ja, es fehlt da wirklich, so wie er gesagt hat, ein bisschen Cleverness. Wir haben junge Spielerinnen, die den Tordrang haben, aber das Abwehrverhalten ist bei uns, das sieht man ja auch am Torverhältnis, so wie wir in der Tabelle haben, ist absolutes Problem und ja, daran müssen wir arbeiten und manchmal ist ja ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne und wir wollen sehen und werden weiter hier konsequent ein Ziel verfolgen, dass wir hier in Schwerin die 3. Liga irgendwann haben. Okay, Matthias, eine Stärke deiner Mannschaft, vielleicht nochmal ganz kurz, Rückzugsverhalten. Es waren immer im Konter dann 2, 3 Spielerinnen schon wieder vor dem Tor bei Grün-Weiß. War das so gewollt oder war das heute, hat das nur heute besonders gut geklappt gegen Grün-Weiß Schwerin? Ja, das ist ja grundsätzlich im Handball das, was man erreichen will. Gute Abwehrarbeit in Verbindung mit einer guten Torhüterin und dann schnelle, sogenannte einfache Tore. Ich mag das Wort nicht, weil dafür muss man in der Abwehr hart arbeiten.
Das ist natürlich immer ein Ziel, das man hat. Und je mehr man da an Quote erreicht, das heißt natürlich auch immer, wenn ich vorne Gegenstöße mache und nicht die schnelle Mitte einsetze, dann habe ich auch kein Tor kassiert. Also das ist immer das, was man erreichen will. Wobei ich schon sagen muss, wir haben in der Vorwärtsbewegung heute auch nicht unbedingt die besten Entscheidungen getroffen. Also da sind wir noch steigerungsfähig. Und ich sage nochmal, das ist Ende der Saison. Das letzte Auswärtsspiel für uns jetzt, das drittletzte. Wir sind nicht mehr ganz da, wo wir mal vor ein paar Wochen waren. Aber das ist verständlich. Ich denke, wir jammern ja nur auch auf hohem Niveau hier. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Matthias, Aufstieg, zweite Bundesliga, auch dann auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Dann muss man natürlich auch als Trainer immer wieder noch schaffen, die Mädels zu motivieren, zu konzentrieren. Oder wird es jetzt doch schwierig zum Ende der Saison? Ja, also die beiden nächsten Spiele, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Da spielen wir zu Hause. Das ist für die Mädels immer ein ganz besonderes Gegen wen? Erlebnis. Wir haben jetzt noch Buxtehude, die Reserve, unser hartnäckigster Verfolger über lange Zeit. Und dann kommt Bad Schwartau zum Abschluss. Also ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Aber ich muss auch sagen, sie sind sicherlich nicht mehr bei 100, das ist ganz klar. Aber sie wollen diesen einen Minuspunkt halten. Das ist ja noch ein großes Ziel, ungeschlagen aufzusteigen. Sicher setzt man dann als Trainer nochmal den einen oder anderen Reizpunkt. Das haben wir auch heute von Anfang an gemacht mit dem einen oder anderen Wechsel. Aber klar, es gibt immer Sachen, die man besser machen muss. Und der Andreas weiß, dass unser Job ist, immer einen Schritt weiter zu denken und das Optimum erreichen zu wollen, was man dann selten hat. Aber da wollen wir hin. Dann frage ich mal, die Vorfreude oder die Freude zum Aufstieg ist ja groß. Und wenn der Trainer dann schon einen Schritt weiter denkt, und das wirst du ja sicherlich auch machen, Matthias, wie soll es denn aussehen nachher in der zweiten Liga? Da geht es ja dann anders zur Sache. Ja, gar keine Frage. Also wir haben sicherlich eine Mannschaft, die im Kern schon zweitligareif ist. Wir wollen auf ein, zwei Baustellen uns dann noch verstärken. Da laufen auch die Gespräche. Überhaupt läuft die Planung im Hintergrund. Der Andreas hat es angesprochen. Wir haben eine Ligareform, die ich zwar sehr kritisch sehe, aber wir müssen uns der Aufgabe stellen. Das heißt, der Klassenerhalt für uns ist nächstes Jahr Platz 6. Das ist eine ganz, ganz hohe Latte und wir müssen als Verein... Als Aufsteiger. Nicht nur als Aufsteiger, sondern für die gesamte Liga. Also da werden noch arrivierte, langjährige Zweitligisten über die Clique springen. Und das ist eine ganz, ganz hohe Hürde, die wir da haben als Verein, als Mannschaft. Wir werden sehen, wie wir uns da schlagen. Ich bin aber auch optimistisch, dass die Mannschaft noch Potenzial hat. Das muss man ja mal sagen. Es gibt viele Sachen, die mir heute nicht so gefallen haben. Und dann reden wir über so ein Ergebnis zum Leidwesen von Andreas hier. Aber nächstes Jahr wird es neu ausgewürfelt. Dann starten wir neu in die Saison. Und natürlich, die Mannschaft wollte dahin. Der Verein will dahin. Ich glaube auch, dass wir ein zweitligareifes Umfeld haben. Und wir haben gute, starke Partner an unserer Seite. Dann sind wir auch optimistisch, dass wir das stemmen. Also Partner auch finanzieller Art? Ja, ohne die geht es natürlich nicht, ganz klar. Ich meine, wenn ich sehe, was hier so ist, das ist eine angenehme Atmosphäre, muss man wirklich sagen. Auch, dass hier eingelaufen wird und diese kleinen Rahmenbedingungen, dass man versucht, hier ein bisschen was draus zu machen. Das ist schön, das freut uns, da ziehen wir auch gerne mit. Und ich glaube, das kommt ja dann auch an. Das macht den Spielerinnen hier auch Spaß und das ist bei uns auch so. Und ohne starke Partner geht es nicht, ganz klar. Die brauchen wir und wir brauchen auch die Unterstützung von vielen anderen Freunden, damit das klappt. Dankeschön erstmal bis hierher an Matthias Korwes. Andreas, vielleicht Aussicht jetzt noch, du hast es ja schon angesagt, steht das jetzt fest, diese Reform, 10. Platz, Abstieg, oder gibt es da noch Möglichkeiten, die uns vielleicht noch froh stimmen lassen? Ja, also sportlich gesehen ist es so festgelegt, dass der 10. Platz mit absteigt. So, es wird ja noch schwierig für uns, den zu halten. Also wenn man jetzt sagt oder auf die Tabelle sieht, wie Brettstedt das Rückrundenprogramm hat und was wir jetzt noch für ein Rückrundenprogramm haben, das ist, wird schwierig, den 10. Platz zu halten. Was nachher finanzieller Art oder ob sich Mannschaften zurückziehen aus dem Spielbetrieb, das ist mir alles nicht bekannt. Auf jeden Fall haben wir sportlich das Ziel verfehlt, das muss man einfach sagen. Und werden uns jetzt in den letzten beiden Spielen, wir fahren nächstes Wochenende nach Hennstedt-Ulzburg, und haben dann zu Hause den Berliner TSC und werden uns von unserem Publikum und auch so aus der Liga dann erst einmal offiziell verabschieden. Gut, dann gibt es ja noch Liga-Gremien, die das vielleicht anders entscheiden könnten, wenn das denn so kommen sollte. Es ist ja auch eigentlich überall im Sport eine Frage des Geldes. Ihr habt die Partner da, ihr könnt aufsteigen. Hast ja selber gesagt, wird trotzdem schwer. Ja, und mir bleibt dann nur noch eins übrig, euch eine angenehme Heimfahrt zu wünschen und dem Verein Grün-Weiß für die letzten beiden Spiele. Achso, was haben wir denn noch zu Hause? Ja. Wir haben zu Hause noch den Berliner TSC am 1. Mai und ja, dann können wir nochmal anfassen. Gut, dann fassen wir da nochmal den Handball an und dann, es heißt ja nicht umsonst hier, die Sporthalle an der Reiferbahn genannt die Hölle. Wir sagen Dankeschön, an Matthias Korwes, an Andreas Bartlau und beiden Trainer weiterhin viel Glück mit den Teams. Und einen tollen Aufstieg dann und eine schöne Feier zur zweiten Liga.